Mr. Schwitzkasten, Queen of the Ring und Torpedo. Hinter diesen Spitznamen stehen mit Taliso Engel, Roland Schwarz und Marie Retzer drei von insgesamt 11 Sportlern, die aktuell das Stadtbild zieren. Es ist ein tolles Gefühl, auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, weil normalerweise bekommt man ja als Ringer nicht die Aufmerksamkeit, hängt nicht überall in der Stadt und ja, ist cool. Sehr cool natürlich. Also auch die Shootings machen mir immer sehr viel Spaß. Und dann das Bild hinterher zu sehen und dass das überall aufgehängt wird, das ist echt richtig geil. Zu oft stehen sie trotz sportlicher Höchstleistungen im Abseits. Das soll sich in den nächsten Wochen nicht nur dank über 300 Plakaten ändern. Wir merken, keiner kennt unsere Sportler, zu wenig Leute wissen was über sie. Deswegen haben wir uns auch einen Podcast ausgedacht, der übers Funkhaus und über PodU laufen wird, wo die Sportler ihre Geschichten erzählen können, wo sie die Hintergründe erklären können. Wir werden auf unserer eigenen Homepage natürlich Sachen machen. Wir werden bei Instagram, bei Facebook Hintergrundinformationen posten. Die Leute sollen einfach unsere Sportler kennenlernen und sollen sehen, was das für tolle Menschen sind. Aufmerksamkeit ist das eine, es braucht aber auch finanzielle Mittel. Und jeder Einzelne kann uns auch unterstützen. Für 50 Euro im Jahr kann man bei uns Mitglied werden. Und diese 50 Euro kommen 1:1 bei den Sportlern an. Und man denkt, das ist wenig. Aber ich sage immer, wenn wir 100 finden, dann kann ich damit 3 oder 4 Sportler schon ein Jahr lang unterstützen. Aktuell kämpfen die Sportler um die Olympia-Qualifikation und mit den Auswirkungen der Pandemie. Die ganzen Qualifikationsturniere wurden jetzt abgesagt und jetzt geht es über die Weltrangliste und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das noch alles entwickelt. Wir haben immer wieder so ein paar kleine Überprüfungswettkämpfe und da habe ich schon auch sehr, sehr gute Zeiten jetzt immer wieder erzielen können. Zum Beispiel meine 100 Meter Brustbestzeit von der WM konnte ich schon wieder deutlich verbessern. Jetzt kommt es einfach darauf an, zum Zeitpunkt X, das ist der 8.5., fit zu werden und dort auf dem Quali-Turnier zu performen, falls ich nominiert werde. Mr. Schwitzkasten, Queen of the Ring und Torpedo, drei Nürnberger Hoffnungsträger, die ab Juli in Tokio um Medaillen kämpfen wollen.